Hallo, mein Name ist Katharina, ich bin von der Clipvilla und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr ganz einfach mit Clipvilla ein Video erstellen könnt. Zuerst besucht ihr die Seite www.clipvilla.com. Dann geht ihr hier auf HD-Vorlagen. Da haben wir ein ganz großes Sortiment an verschiedenen Templates, die ihr euch aussuchen könnt, je nachdem, was ihr auch sagen möchtet, ob ihr ein Produkt bewerben möchtet oder in diesem Fall jetzt auf Erklärvideo. Da habe ich uns jetzt mal ausgesucht, das Hands Down. Schauen wir uns gleich einmal an. Ihr habt eine Vorschau. Genau, das ist das, was ich euch einmal zeigen wollte. Hier unten findet ihr dann die Beschreibung, einmal hier, wie das Template heißt, wie es animiert ist, hier die Details, wie viele Bilder ihr benötigt, Texte. Und hier ganz wichtig ist einmal ein Download für ein Storyboard. Das sieht dann wie folgt aus, einmal hier. Damit könnt ihr ganz toll arbeiten. Und zwar könnt ihr euch dann im Vorab überlegen, wo ihr welche Szenen haben möchtet, was ihr eigentlich sagen möchtet. Und ja, damit das dann alles ganz strukturiert und einfach ablaufen kann. Ich habe mir einmal parallel dazu Gedanken gemacht und habe meine eigenen Notizen dazu geschrieben pro Szene, dass ich auch dementsprechend die Medien so benannt habe, dass ich ganz einfach meine Ordner erstellen kann. Aber das zeige ich euch am besten eben selbst. So, hier habt ihr noch die Möglichkeit, verschiedene Farben zu wählen, je nachdem, was auch eure CI von dem Unternehmen ist. Ich wähle jetzt einfach mal schwarz, weil es am neutralsten ist und melde mich natürlich vorher einmal an. Das passiert hier oben auf dem Button. Ich habe schon alles gespeichert, einfach auf Anmelden. Und jetzt können wir die HD-Vorlage bearbeiten. So. In diesem Bereich befinden wir uns im Editor. Hier ist nochmal eine ja, Definition, was auf euch zukommt, was ihr machen könnt. Am besten erstellen wir uns jetzt einmal einen Ordner. Den nennen wir am besten einmal Tutorial oder so. Und können hier jetzt einfach unsere Medien hochladen. Ich habe hier schon mal einen Ordner auf meinem Desktop angelegt. Und möchte jetzt halt alle Dateien, die hier drin sind, hochladen. So, dann markiere ich einmal alle und öffne diese. Das ist ganz praktisch, dass er das alles parallel hochlädt. Super, genau. Jetzt starten wir die Bearbeitung. In dem ersten Textfeld ist hier einmal eine Logo-Animation. Und einmal ein Textfeld. Natürlich möchte ich dann jetzt das Clipvilla-Logo reinziehen. Das macht man wie folgt. Ganz nochmal ein bisschen langsamer. Hier unten das Logo, was wir reingeladen haben, einfach per Drag and Drop in die passende Position. Und mit diesem Cropping-Fenster, also mit dem Anpassungsfenster, einfach den Ausschnitt auswählen, den man gerne sehen möchte. Und auf Fertig bestätigen, dann übernimmt das automatisch. Als Text habe ich vorgesehen, das kann ich einmal hier jetzt an meiner ganz tollen Notiz sehen, möchte ich gerne schreiben, was ist ein Story-Template? So. Das ist manchmal ein bisschen tricky, dass die Zeilen vorgegeben sind und die Zeichen. Da muss man sich halt ganz genau überlegen, was man wirklich sagen möchte. Bestätigen.
Dann geht es weiter, kann man hier, man sieht jetzt hier einmal in dem Feld, okay, es ist fertig bearbeitet, es ist grün, ist ein Häkchen dran und hier gehe ich in die nächste Szene. So, das wäre jetzt die Szene 2. Da würde ich jetzt einmal laut meinem Storyboard die Frau reinziehen. Auch hier passe ich wieder an. Wie ihr seht, haben wir das so gemacht, dass wir die Figuren als PNG ausgespielt haben mit einem transparenten Hintergrund. Das wirkt natürlich etwas schöner in dem Erklärvideo, aber das würden wir euch dann auch nochmal per Blogbeitrag in der nächsten Woche erklären, wie ihr sowas am besten macht. Hier möchte ich gerne schreiben, das ist Dana. Dann haben wir hier das Textfeld 3. Man kann auch das so machen, dass man hier zwischen den einzelnen Zahlen hin und her springt, um das so ein bisschen zu vereinfachen. Steht hier. So. Und das Bild Nummer 4, da möchte ich gerne den WWW-Zeichen drin haben, ziehe ich einfach hier so rein. Ich kann das jetzt auch einmal ausprobieren, wie das ausschaut. Dann könnte ich jetzt auf 10 Vorschau gehen. Es dauert einen Moment, bis das eben vorrendert, damit man auch wirklich die Szene sieht, die man gerne haben möchte. Man kann aber auch dementsprechend schon weiterarbeiten, wenn man jetzt nicht auf das Rendern warten möchte. Dann kann man schon Zeit sparen und gleich weiter loslegen. Dann möchte ich jetzt in den Textfeld 1 Ihre Webseite. In Textfeld 4, um Zeit zu sparen, springe ich gleich so. Möchte ich Ihre Figur schreiben. Und in 5 möchte ich gerne schreiben Ihre. In den Feldern möchte ich haben, in dem zweiten einmal eine Quergrafik. Hier hat er mich jetzt auch erinnert, so ist jetzt fertig, kann ich mir anschauen, was ich hier in der Szene 2 gemacht habe. Dann wollen wir das einmal tun. Genau. Alles so, wie wir eingetragen haben, die Medien und auch die Texte, unser Logo ist auch gut zu sehen. Hier ist auch nochmal ganz wichtig zu zeigen, wenn ihr eine Szene nicht komplett ausführt, bekommt ihr eine Fehlermeldung. Dass ihr, oder vielmehr eine Erinnerung, dass ihr darauf achtet, auch alles ausgefüllt zu haben. So, in der dritten möchte ich gerne einmal ein. Genau, das ist alles. Hier möchte ich auch nicht Figur schreiben, sondern Flyer. Und einmal Ihre Präsentation. Das wäre 6 mal 6. Ganz einfach. Ihr könnt auch gleich einmal dieses ganze grüne Ding schieben, je nachdem, welchen Ausschnitt ihr haben möchtet. So, fertig. Und so klickt man sich jetzt einfach Szene durch Szene durch. Ich werde das jetzt einfach, glaube ich, auch ein bisschen vorspulen, weil sonst wird es, glaube ich, auch zu langweilig sein. Hier fehlt jetzt noch ein Bild, und zwar die Nummer 5, das ist auch ein Fragezeichen. Hier nochmal ein Tipp auch für die Bearbeitung, ihr könnt hier draufklicken und dann bekommt ihr hier unten auch nochmal den Dateinamen, dass ihr genau wisst, was ihr da eigentlich reinziehen wollt, gerade wenn die auch so ähnlich aussehen wie diese beiden oder wie diese drei jetzt auch. Thank you.
So, jetzt in der letzten Szene nehmen wir natürlich wieder unser Logo oder je nachdem vielleicht ein Produkt, was wir nochmal separat vorstellen möchten. Wählen uns wieder den Ausschnitt und schreiben auf zum Beispiel unsere Homepage, in diesem Fall clipfiller.com. Und schon sind wir fertig. So. Dann kommen wir jetzt weiter zur Musikauswahl. Wir können natürlich einmal hier dran auch schauen, okay, ist alles fertig bearbeitet, überall ist grün, überall ist ein Häkchen, dann Musik auswählen. So, hier sind wir jetzt in dieser Musikübersicht und zwar haben wir hier einmal vorgeschlagen Musikstücke, wo wir der Meinung sind, dass die perfekt zu dem Template passen. Dann habt ihr hier natürlich aber auch die Möglichkeit, noch weitere Musikstücke rauszusuchen. In der Zeit, wo ihr das macht und euch die Stücke anhört, wird hier parallel das Video fertig gerendert, so wie ihr das erstellt habt, dass ihr auch wirklich perfekt dazu die Musik raussuchen könnt. Hier könnt ihr euch die schon mal anhören. Ich persönlich würde jetzt dieses hier auswählen. Gucken wir gleich einmal, wie das ausschaut mit dem Template, wenn es fertig gerendert ist. Genau, wenn ihr auch noch Fragen habt, in der Zeit kann ich auch noch ein bisschen nutzen. Hier ist auch nochmal die Support-Adresse. Ich finde das auch immer ein tolles Tool, um zu schauen, ist alles richtig, habe ich alles richtig geschrieben, sind die Medien da, wo ich sie haben möchte. Und wenn das alles so ist, dann kann ich sagen, jetzt einmal, okay, ist perfekt, ich möchte es genau so haben. Oder gerade in diesem Erklärvideo ist es ja ganz wichtig oder häufig auch hilfreich, wenn ein Sprecher noch dabei ist. Dann haben wir hier einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, wir möchten jetzt einen Sprecher auswählen. Genau. Dann wird hier noch einmal das Video neu gerendert, allerdings nur mit den Soundeffekten, jetzt ohne Ton. Jetzt habe ich hier einmal die Möglichkeit zu schauen, okay, möchte ich erstens einmal eine weibliche oder eine männliche Stimme haben, möchte ich es eher sachlich oder werblich gesprochen haben, als Beispiel einmal die Nele. Mit Clipvilla erstellen Sie in nur 3 Schritten Ihr professionelles Werbevideo. Wählen Sie dazu aus einer Vielzahl von modernen Vorlagen. Fügen Sie eigene Bilder, Videos und Texte ein. Suchen Sie die passende Musik aus. Und wenn Sie noch einen tollen Sprecher wie mich haben wollen, dann buchen Sie mich einfach dazu. Oder mal als Gegensatz auch einen männlichen Sprecher. Mit Clipvilla erstellen Sie in nur 3 Schritten Ihr professionelles Werbevideo. Wählen Sie dazu aus einer Vielzahl von modernen So, das soll als Vorlagen. Vorschau erstmal reichen. Ich würde mich jetzt für die Nele entscheiden, weil ich jetzt ja auch Mit Clip. weil ich ja auch über Magdalena geschrieben habe. Das finde ich passt dann ein bisschen besser. Hier sind wir jetzt in dem Bereich vom Sprecher. Hier kann ich nochmal sehen, meine Auswahl war jetzt Nele sachlich. Hier ist jetzt nochmal das Video. Ich gebe jetzt hier meinen Namen ein. Und dementsprechend auch meine Telefonnummer, wo ich für den Sprecher zu erreichen bin, falls irgendwie was unklar ist oder er noch Fragen oder sie noch Fragen hat. Hier könnt ihr ganz einfach 800 Zeichen den Text schreiben, so original, wie er von dem Sprecher gesprochen werden soll.
Eventuelle Anmerkungen noch für Betonung oder wenn irgendwie was besonders ausgesprochen werden soll oder ja, je nachdem, was ihr auch gerne in Vordergrund stellen möchtet. So, wenn ihr das alles fertig habt, ich schreibe jetzt einfach mal irgendwas rein, damit ich weiter kann in diesem Tool. Und dann kann ich weiter zur Übersicht. Hier befinden wir uns jetzt in der Übersicht. Hier könnt ihr noch einmal sehen, der Clip, was ich ausgewählt habe, Hands Down, dann der Musiktitel, dann Sprecher, meine Kontaktdaten, den Sprechertext, wenn ich jetzt einen vernünftigen eingegeben hätte, aber hier würde dann euer auftauchen, eventuelle Anmerkungen, wie ich schon bereits erwähnt hatte, mit der Betonung. Hier wäre jetzt der Preis, weil natürlich kommt nochmal der Sprecher mit einem Preis dazu. Das sind einmal 99 Euro für 30 Sekunden. Und für 60 Sekunden sind es 149 Euro. Und dann könnte ich jetzt einfach sagen, auf gefällt mir und jetzt verbindlich bestellen. Ach, genau. Hier dürft ihr euch nicht irritieren lassen, weil ich habe mir nämlich ein Flat gekauft oder vielmehr von der Firma erhalten, sodass ich diese Tutorials durchführen kann. Solltet ihr noch irgendwie Fragen haben, könntet ihr gerne unter office@clipvilla.de mir eine Mail schreiben, dann beantworte ich die gerne. Nutzt auch unseren Blog, da haben wir ganz viele tolle Tipps, wie ihr die einzelnen Schritte machen könnt, auch gerade mit dem Logo und der Transparenz, das ist ganz wichtig. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Tutorial geholfen hat und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Produktion. Bis bald!